Herr Glaser hat ja eben vom Ersten Weltkrieg gesprochen. Ehe ich die kleine Büttenrede vortrage, eine ganz herrliche Ergänzung zu diesem Thema, was das Geschichtsbewusstsein unserer Jugend in dieser Zeit bedeutet. Also, ich hatte ein Bürgergespräch im Landtag, das bedeutet, dass sind viele Schüler, kommen dort und fragen die Abgeordneten. Ich war mit zwei anderen Abgeordneten zusammen und da kamen wir auf den Ersten Weltkrieg und ich erzählte und sagte, dass Deutschland diesen Ersten Weltkrieg nicht angefangen hat. Es war ein serbisch-österreichischer Krieg und ehe ich weitersprechen konnte, brüllte mich die Lehrerin an, die Geschichtslehrerin dieser Schule. Ich bitte jetzt die, die etwas Geschichte verstehen, zuzuhören. Sie brüllte mich an, ob ich nicht noch etwas von der Emser Depesche gehört hätte. Meine Damen und Herren, ich war so geplättet, dass ich genauso verrückt und wütend Sie angeschnurrt habe und habe gesagt, meine Dame, wenn Sie Geschichtslehrerin sind, es ist eine Schande, Sie sollten Ihre Entlassung beantragen. So was habe ich noch nicht gehört. Ja, und da hatte ich noch ein zweites Erlebnis, ebenfalls mit Schülern. Ich habe denen erklärt, dass Deutschland den Ersten Weltkrieg mit verloren hat und innerhalb von wenigen Jahren Wirtschaftskraft Nummer zwei in Europa und in der Welt war. Die hat den Zweiten Weltkrieg verloren und war nach ein paar Jahren Wirtschaftskraft Nummer zwei weltweit. Woran lag das? Die Leute haben angefangen, 6 Uhr aufstehen, zur Arbeit gehen, Urlaub machen, wieder zur Arbeit gehen, wieder Urlaub machen, wieder zur Arbeit gehen, 45 Jahre lang. Da entsteht Wertschöpfung. Und dann habe ich gesagt, alle Menschen dieser Erde können das auch. Sie müssen das nur so tun. Da sagten mir zwei Mädels, die eine sagte, das können Sie doch von denen nicht verlangen, die haben doch eine andere Kultur. Das ist unsere Jugend, die wir dort teilweise im Landtag erleben. Es ist nicht sehr erfreulich. Gut. So, meine Damen und Herren, jetzt machen wir mal eine ganz kleine, kurze Büttenrede. Ihr kennt das Thema. Ich beginne. Wie war es in Köln vormals so schön, mit Multikulti so bequem? Man lobte und man rühmte sich und ließ den Verstand weit hinter sich. Mehr Fremde müssen in das Land, dann sind wir allorts anerkannt. Die Multikulti-Hochkultur bringt wirklich frohe Menschen hervor. Wie ist das Stadtbild doch so schön, wenn wir so bunte Menschen sehen? Mit Vielfalt dieser lieben Fremden soll unser fades Leben enden. Nun kam Silvester 2015. Da ließen sich die Gäste gehen. Sie brachten uns ihre Kultur, die Vielfalt und die wahre Natur, frei von lästigen Verboten, der Auftakt für Krapschen und für Zoten. Polizei war da nur lästig, das zeigte man, und zwar auch heftig. Man ließ es nicht beim Fummeln bremsen. Für Deutsche gelten allein die Grenzen. Nun sind bekehrt die dummen Deutschen. Dank Schwarz, Rot, Grün und anderen Leuchten. Letztendlich konnten wir erfahren, was zu uns kommt in den nächsten Jahren. Wie konnten wir das nur vermissen? War unser Leben nicht beschissen? Auch hat sich unser Geld vermehrt, wo vorher die Kassen leer gekehrt. Nichts war darin für arme Deutsche, für Bildung und Probleme heute. Nun sind sie da, die vielen Moneten. Für Fremde können wir es geben. Spitzbuben sind in Deutschland vakant. Sie werden ergänzt aus fremdem Land. 150.000 oder noch mehr. Die Bürger schätzen diese sehr. Können sie doch nun Geld ausgeben für Bauaufwand und sicheres Leben. Das Volk muss weg. Das Volk ist schlecht. Das sagte schon Bertolt Brecht. Ein neues Volk muss nun heran, auch wenn es ist der schwarze Mann. Die Wählerquoten sinken sehr, da sollten auch Araber her und selbst aus den fernsten Landen hoffen wir auf Asylanten. Der Nahe Osten ist nun leer, in Afrika wohnt keiner mehr, doch Platz ist noch in deutschen Betten. Da kann man noch einen Fremden stecken, die Ausland macht uns doch beklommen. Doch in Deutschland ruft, ihr seid willkommen. Mein Land, so schämt sich Angela, ist alt genug nun, 1000 Jahre. Es soll nun weg von Fleiß und Treue. Was jetzt kommt, ist das wahre Neue. Fleiß und liebe Lungenmut,
tat uns viel zu lange gut. Auch nicht mehr Sauerkraut und Haxen. Schächten sollten wir und fasten. 2016, Wahlen anstehen. Nun müssen wir doch mit dem Folge gehen. Erst Grenze auf, dann Grenze zu, wünscht zaghaft sich die CDU. Zittert, fordert sie nun Integration. Die Asylis meinen, die spinnen wohl schon. Deutschland wird uns bald gehören, das können wir bei Allah schwören. Bald ruft der Mujahedin übers Land, vom Turm gen Mekka ist unser Blick gewandt. Schweinefleisch ist nun verpönt, das haben wir uns abgewöhnt. Gen Osten sollen wir uns neigen und Allah unsere Gunst bezeigen. Wenn Merkel kommt im Schleier nur, dann haben wir die gewünschte Kultur. Dem Paradiese sind wir ganz nah, in Kutte und in der Voga. Die Welt schaut auf Deutschland und sagt nicht leise, die Deutschen haben eine. Doch all das werden wir verhindern. Die Zukunft gehört nur unseren Kindern. Wem es nicht gefällt im deutschen Land, wird vielleicht woanders anerkannt. Sie sollten gehen, am besten noch heute. Wir brauchen sie nicht, diese Leute.